Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Guns of Boom Video. Es gibt mal wieder einen weiteren Waffentest und zwar von dem Zerstörersturmgewehr. Es haben sich jetzt nämlich immer wieder Leute in den Kommentaren gewünscht, kannst du nicht mal die Zerstörer testen? Das Ding ist nur, ich habe die Zerstörer mindestens schon einmal getestet. Ich glaube sogar zweimal. Einmal vor dem letzten Update, als es damals noch dieses schäbige Visier gab, was so komisch war. Und dann wurde das ja geupdatet, dass das Visier verbessert wurde. Da habe ich auch einen Waffentest gemacht. Aber eventuell haben das einige von euch nicht mitbekommen, sind neue Abonnenten oder ähnliches. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich heute einen erneuten Waffentest von dem Zerstörersturmgewehr, weil es sich so oft gewünscht wurde. Hier sind wir jetzt einmal auf meinem Zweitaccount, wo ich Level 35 bin. Und nach der ersten Runde mit der Zerstörer werde ich auf meinen Hauptaccount auf Level 50 wechseln und dort nochmal die Zerstörer gegen bedeutend stärkere Gegner testen. Gut, dann drückt mir die Daumen, dass ich einigermaßen gut damit spiele, denn ich bin nie so richtig gut klargekommen mit der Waffe. Aber schlecht ist sie ja nicht. Oh shit, Glück gehabt, habe ich den ersten Kill gemacht und einen Kopfschuss hingelegt. Ja, aber wie gesagt, so richtig gut war ich noch nie unterwegs mit der Zerstörer, aber es ist durchaus eine gute Waffe. Wenn man jetzt aber Richtung Level 50 geht, so wie ich auf meinem Hauptaccount, was ihr gleich im Anschluss sehen werdet, dann ist das nicht mehr so die überkrasse Waffe, weil einfach so viele Leute Odin und oder Glühwurm besitzen. Das ist, oh shit, dann relativ schwierig macht, dagegen anzukommen. Und das war leider ganz knapp. Ich hätte ihn fast noch mit dem Wurfmesser erwischt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die hier ausgerüstet habe. Keine Ahnung. Auf diesem Account spiele ich auch ehrlich gesagt mittlerweile kaum noch privat. Eigentlich nur noch auf meinem Hauptaccount. Na, jetzt sind sie hier alle rechts gewesen, aber ich glaube, die sind alle tot gewesen. Ja, da kommen sie wieder. Komm her. Ja, geht. Und hier, die Zerstörer hat ja auch das Feature, umso weiter man entfernt ist vom Gegner und ihn trifft, umso höher wird der Schaden von dieser Waffe. Das ist auch nochmal ein spezielles Feature. Und da ist ein Sniper. Das ist nicht gut. Yep, den habe ich noch ganz knapp. Aber ich brenne. Oh, shit. Okay. Ja, jetzt campen sie dann in der Base. Das ist auch so gemein auf dieser Map, ne? Wenn man dann so einmal die Base besitzt, dann hat man echt, also dann haben die Gegner echt ein Problem. Aber ich muss auch sagen, ist jetzt keine Ausrede, auch wenn ich jetzt gar nicht so krass schlecht spiele. Ich habe ja immer noch meine neue Haltung hier beim Aufnehmen, wo ich um das Mikrofon, um den Ständer rumgreife und dahinter mit meinem Tablet spiele, damit ich eine bessere Audioqualität besitze. Und es ist immer noch komisch für mich und sehr gewöhnungsbedürftig. Dadurch ist manchmal die Steuerung ein bisschen komisch für mich. Und ja, ich muss gucken, ob ich das beibehalte für die Zukunft oder ob ich vielleicht doch mich wieder neben das Mikrofon in der Zukunft setze und eine bisschen schlechtere Soundqualität von meiner Stimme habe, aber dafür eben ein besseres Gameplay durch bessere Steuerung. Ich weiß es noch nicht, ich muss mal gucken. Erstmal lasse ich das jetzt so. Vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. Ah, ich wollte eigentlich hier so zwischen Messer werfen. Ja, genau, Blendgranate, danke. Und da kommt einer mit der Shotgun. Ja, mit der Schläger, ich hab's doch genau gehört. Wie steht's jetzt eigentlich? Naja, zweiter Platz, 5 Kills, ist okay. Wenn ich mich konzentrieren würde und eine normale Haltung hätte beim Zocken, dann wäre es wahrscheinlich etwas besser auf jeden Fall noch. Aber ich bin mal gespannt, wie das gleich auf Level 50 wird. Das könnte nämlich, je nachdem, was für Gegner ich bekomme, ziemlich böse enden. Oder auch einigermaßen noch gut laufen. Aber ich muss auch sagen, ich mag das Visier von der Zerstörer auch nicht so wirklich gerne. Ich fand das noch nie so richtig geil. Also vor dem Update war das ja irgendwie noch schlechter, dass man die Gegner teilweise nicht so gut sehen konnte. Aber jetzt auch nach dem Update finde ich das irgendwie nicht so wirklich geil. Ich finde sowieso, die sollten mehr Visiere einführen für die Waffen in Guns of Boom. Da ist einer mit der Anaconda. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm. Ah, sehr gut, mit der vorletzten Kugel. Nein! Boah, der war doch mal richtig schön knapp. Und ja, das hätte ich nicht tun sollen, das Nachladen. Und die Runde ist eh gleich vorbei. Jupp, wir haben gewonnen. Sehr schön. Erste Runde, 9 Kills, 6 Kills Assist. Ja, ihr wisst, was ich meine.
ist okay, würde ich sagen. Aber ich bin auch nicht trainiert mit dieser Waffe und wie gesagt, ich kommentiere dabei und so weiter. Wahrscheinlich wäre ich sonst besser. Aber es ist auf jeden Fall okay. Ich denke mal, diese Waffe kann man durchaus sehr gut bis Level 34 spielen. Darüber hinaus auch noch. Aber es gibt halt immer mehr Leute mit Odin und Glühwurm und Berserker-Shotgun und Lawine und keine Ahnung. Und dann kann das manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend werden. Aber wir testen jetzt mal, wie das gegen Level 50 Gegner ist, von meinem Hauptaccount aus. Gut, dann sind wir jetzt hier in der nächsten Runde von meinem Level 50 Account aus mit der Zerstörer, die ich mir zur eine Runde ausgeliehen habe. Denn ich habe diese Waffe auch wirklich noch auf keinen meiner Accounts gekauft. Also die Waffe habe ich tatsächlich nie besessen. Ich habe mir ja damals die Feuerteufel gekauft bei meinem Hauptaccount, mit dem ich ja jetzt spiele. Und ich glaube, ich würde auch die Feuerteufel der Zerstörer vorziehen, wenn ich mir eine Goldwaffe gönnen würde, bevor ich Level 34 bin. Ab Level 34 würde ich natürlich die Juggernaut nehmen. Na komm, No Scope. Sehr schön. Oh ja, gib mir mal deine Shotgun. Ja, ich brauche Rüstung. Scheiße. Mann, ich wollte jetzt eigentlich über den Haufen ballern, damit ich meine Rüstung wieder aufbauen kann. Aber ja, wie gesagt, die Zerstörer habe ich mir die gekauft. Würde ich eher Feuerteufel vorziehen, wenn man unter Level 34 ist. Und ab Level 34 auf jeden Fall die Juggernaut nehmen. Aber ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. In der Hoffnung, was reißen zu können mit dieser Waffe. Ah, ich habe da doch was gehört. Aber jetzt muss ich mit der Shotgun rein. Jupp. Der war einmal. Aber ich will es hier nicht einnehmen. Ich will mit der Zerstörer spielen. Ja, komm her. Zack, 695 Kopfschussschaden, das war doch schon mal ordentlich, weil ich schön aus der Entfernung drauf geschossen habe. Oha, der kam von hinten. Aber Alter, ich bin Erster in meinem Team. Nice. Zerstörer ist da. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, man kann durchaus auch mit der Zerstörer gegen Level 50 Gegner spielen, aber es wird durchaus immer wieder die eine oder andere Runde geben, wo man einfach Probleme hat. Nicht, weil die Gegner besser sind, sondern einfach, weil sie bessere Waffen haben. Der hier zum Beispiel hat jetzt Odin einfach verbessert, das ist jetzt nicht so krass. Aber viele werden sie eben auf Maximalstufe haben, genauso wie Glühwurm, wie schon mehrfach gesagt. Und oh, das könnte eben dann ein bisschen anstrengend werden. Yeah, Zerstörer-Action. Oh, schön abgesahnt hier den Kill. Und noch ein. Geil, okay, das waren jetzt zwei richtig dreckige Glückskills. Die habe ich richtig abgestaubt und da war gerade der Odin-Typ. Ach nee, er schießt mit Odin, okay. Schönes Ründchen hier bis jetzt. 7 Kills, immerhin. Aber ich scheine auch wirklich nicht die stärksten Gegner zu haben. Wie ich ja vorhin meinte, das ist halt auch wirklich eine Glückssache hier bei Level 50. Man kann die allerletzten Vollpsychos bekommen mit 300.000 Pokalen. Also wirklich 300.000 Pokalen. Und man kann halt auch wirklich normale Gegner bekommen auf Level 50. Aber die Gefahr ist deutlich höher, dass man stärkere Gegner bekommt, wenn man Level 50 ist, als auf anderen Levels. Aber jetzt habe ich schon wieder schön Kills abgestaubt. Oh nein, nicht die Granate. Jo, da wird gesniped. Okay, weg, weg, weg. Ich muss weg. Komm, Kopfschuss. Schade, ich wollte ihn eigentlich noch mit dem Kopfschuss verabschieden. Aber ey, ich habe 9 Kills gemacht. 4 Kill Assists. Wenn mein Siebgehirn mich nicht täuscht, habe ich vorhin auch 9 Kills gemacht. Und ich glaube 6 Kill Assists sogar. Da habe ich ja gesagt 6 Kill Assists. Und ja, also ich bin jetzt selber ein bisschen überrascht von der Leistung. Wir können ja mal gucken, was wir hier für Gegner hatten. Ja, seht ihr, der hat 526 Pokale. Der hat 27.000, der hat 15.000 und der hat 186. Okay, das war jetzt eine wirklich krasse Glücksrunde. Ich bin ja jetzt auch nicht der überkrasseste Spieler. Ich habe jetzt über 40.000 Pokale auf jeden Fall. Kann man das jetzt hier einmal sehen? Ja, 41.946 Pokale. Also da habe ich jetzt einfach mega Glück gehabt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, unter Level 34 eine super Waffe, wenn man sein Gold dafür investieren möchte. Über Level 34 würde ich auf jeden Fall die Juggernaut kaufen, anstatt die Zerstörer. Und ja, unter Level 34 kann man sie nehmen. Ich persönlich würde aber lieber die Feuerteufel, glaube ich, nehmen. Weil die habe ich mir damals auch gekauft und ich finde die insgesamt noch geiler und spaßiger mit dem Feuereffekt. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus mit diesem Waffentest. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich sage hoffentlich bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.